Nvidia hat Ende Mai Quartalszahlen vorgestellt und diese Quartalszahlen waren, ich kann es nicht anders sagen, Monsterzahlen. Unglaublich stark, Erwartungen übertroffen und in dieser Ausgabe möchte ich nicht nur euch die Quartalszahlen vorstellen, die Kursziele der Analysten, die mein Team ausgearbeitet hat, ebenfalls zur Verfügung stellen, sondern ich möchte euch auch mit auf den Weg geben, warum wir der Meinung sind, dass Nvidia durchaus noch weiteres starkes Wachstum sehen kann, gegebenenfalls sogar noch dieses Wachstum beschleunigen könnte. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich bin es euch als Disclaimer schuldig zu sagen, ja, ich besitze die Nvidia-Aktie bereits, als sie in etwa bei $300 gewesen ist. Und für unser Performance-Depot, was wir jetzt im Mai letztes Jahres aufgelegt haben, haben wir Nvidia gekauft, knapp unterhalb der $500-Marke. Das war im Anfang März, Mitte März dieses Jahres, als es hieß, oh mein Gott, die Tech-Aktien werden ausverkauft werden. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, damals habe ich euch eine Ausgabe zur Verfügung gestellt und habe gesagt, kauft ihr Narren. Aber kauft die Big Techs und kauft die, die das Wachstum mitbringen können. Und das ist hier ein Anstieg von 38% in gerade mal 3 Monaten. Das ist für eine langfristige Investition natürlich genial. Und das ist mein Job. Ich sage euch noch etwas anderes. Sehr gerne möchte ich immer Aktien kaufen, die 3 Monate später 30% gemacht haben. Ja, ich erinnere mich auch sehr gut, wie ich damals, als ich gesagt habe, ich kaufe jetzt Nvidia nach, buchstäblich eine leidenschaftliche Rede gehalten habe. Denn seinerzeit hatte Nvidia ein KGV von 85 und einige haben sich gewundert, was ich da eigentlich mache. Und das war ja genau das Falscheste, was man machen kann. High Beta, hohes KGV in Zeiten steigender Zinsen. Und ja, wir haben auch andere High Beta, hohe KGV-Werte gekauft, die haben sich noch nicht so gut entwickelt. Und gleichzeitig haben diese Unternehmen immer noch langfristig sehr viel Potenzial. Und deswegen ist mir auch eins wichtig. Es geht nicht darum, dass ich jetzt mich hier hinstellen will und sagen will, so, ja, ich bin der größte Bodenerwischer aller Zeiten. Das hat extrem gut funktioniert. Andere werden in Zukunft noch exzellent funktionieren. Das zeigen uns vor allen Dingen die Quartalszahlen, die Kursentwicklung. Bei den einen kommt es früher, bei den anderen kommt es etwas später. Wenn wir uns jetzt mit Nvidia und den Quartalszahlen beschäftigen, eins ist ganz wichtig, dass wir einmal verstehen, wie macht denn eigentlich Nvidia seinen Umsatz? 50% im Bereich des Gamings, etwa 36% im Bereich der sogenannten Datencenter und der Rest ist Add-on. Dazu gehören zum Beispiel aber auch Automobilsegment. Darüber gilt es noch zu reden, aber auch zum Beispiel ein Segment, was jetzt gerade neu dazu kommt, nämlich eigene Chips, sogenannte CNP-Chips für Kryptowährungen. Wie sind denn die Ergebnisse ausgefallen? Gewinn je Aktie 103% Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal, 12% über den Erwartungen, Umsatz plus 84% auf 5,7 Milliarden, 5% über den Erwartungen, Gaming-Umsatz um 100% gesteigert bei den Datencentern. Um 80%ige Steigerung. Nvidia aktuell ungefähr bei 660, 670. Was erwarten die Analysten? 700 bis $800 als potenzielle Kursziele. Jetzt muss man aber auch eines sich noch klar machen. Die Analysten, die müssen immer wieder ihre Kursziele nach oben anpassen. Plus, Stand jetzt haben wir ein aktuelles KGV bei Nvidia von 79 und erwartetes KGV angeblich von 39. Und darüber gilt es auf jeden Fall zu sprechen. Wenn wir sagen, Nvidia hat im Bereich Gaming 100% Umsatzsteigerung gemacht und bei den Datencentern 90%, da muss man sich doch am Kopf kratzen und sagen, warte mal kurz. Kann es nicht sein, dass Nvidia aktuell die maximale Beschleunigung schon erreicht hat? Immerhin ist es vielleicht auch ein Pandemiegewinner und in dem Augenblick, in dem so eine teure Aktie mit diesen KGV und KGVs bei der Beschleunigung nachlässt, dann kann diese Aktie auch massiv ausverkauft werden. Die können doch nicht immer weiter so steigen. Dazu muss man eins auf jeden Fall wissen. Nvidia hat weltweit 200 Millionen Gamer, die aktuell
NVIDIA GeForce benutzen. Und NVIDIA-User sind sehr treu gegenüber NVIDIA, weil es sehr gute Grafikkarten sind. Ich kann euch zum Beispiel sagen, Nico habe ich vor ein paar Tagen gefragt. Nico ist auch ein Gamer und ein Streamer. Und habe ihn gefragt, so, wie sieht es denn aus, so ihre Komponenten des PCs? Und hat er gesagt, so, ja, das ist neu, das älteste ist tatsächlich meine Grafikkarte. Da habe ich gefragt, und von welcher Firma? Ja, NVIDIA. Und holen sich wieder eine NVIDIA? Jo, ich hole mir wieder eine NVIDIA. Und das ist das, eine Einzelbeobachtung, was ich euch erzähle, das ist aber auch das, was Studien belegen. 20% aller Gamer haben derzeit Grafikkarten, die der neuesten Technologie entsprechen, mit denen die neuesten Spiele gespielt werden können. Denn derzeit findet gerade ein Shift statt, in der Spiele immer fotoähnlicher werden und deswegen das Rendering mit neuen Grafikkarten besonders wichtig wird. Und deswegen ist in den kommenden 2 bis 3 Jahren damit zu rechnen, dass die aktuellen User auf die neuen Grafikkarten umschiften werden. Und das Gaming ist ja ein Segment, was immer weiter und immer stärker wächst. Und deswegen sehe ich derzeit kein Risiko, dass aufgrund des Endes der Corona-Pandemie die Zahlen im Gaming-Center zurückgehen könnten. Jetzt sind wir bei dem sogenannten Datencenter. Da haben wir einen Anstieg gesehen von 90%, macht in etwa 36% des gesamten Umsatzes aus. Bei den Datencentern geht es um KI. Und bei der KI muss man unterscheiden. Da gibt es große Industrien, die zum Beispiel Automatisierungen durchführen mit Hilfe der KI, nennen wir zum Beispiel Walmart. Walmart versucht mit Amazon zu konkurrieren und versucht seine Zentren komplett zu automatisieren und braucht dafür Chips, braucht dafür die Produkte von Nvidia, die gerade im Bereich KI sehr stark sind. Da ist Nvidia Marktführer. Und dann gibt es nochmal die Hochperformer im Bereich KI. Nehmen wir zum Beispiel eine Google. Und die benötigen insbesondere diese Chips, weil die künstliche Intelligenz immer weiter vorangeht. Und deswegen sehe ich gerade bei den Datacentern eher das Potenzial einer Trendbeschleunigung. Und wenn wir sehen, dass der Bereich Automotive gerade mal im einstelligen Prozentbereich dazu beiträgt, auch dort, sagt der CEO, gehen Sie davon aus, dass da noch einiges an Potenzial sein wird und dass das nochmal ein drittes Standbein werden kann, weswegen Nvidia dort ebenfalls die Umsätze steigern kann. Das heißt, wir sehen nicht nur ein starkes Wachstum, wir gehen davon aus, dass Nvidia auch das Potenzial hat, dieses Wachstum sogar in dem Tempo fortzusetzen und gegebenenfalls zu beschleunigen. Jetzt kommen nämlich die ersten Analysten raus und sagen, Nvidia hat sogar das Potenzial, im nächsten Jahr $16 bis $17 pro Aktie zu verdienen. Die haben im letzten Jahr $3 pro Aktie verdient. Das heißt, für den Fall, dass die $16 bis $17 möglich sind, sprechen wir nicht von einem erwarteten KGV von 39, sondern wir sprechen von einem erwarteten KGV von 24. Bei einem unglaublichen Wachstumsunternehmen, und dann ist diese Aktie gar nicht mal so teuer. Jetzt müsst ihr bitte eins auch wissen, zu den Kursen will ich das nicht kaufen. Ich will euch einfach nur sagen, das, was die Börse aktuell vorwegnimmt, ist auch etwas, was durchaus echtes Potenzial hat, wahr zu werden. Und da gibt es noch was anderes. Was ist eigentlich mit Kryptowährungen? Aufgrund der Sorgen bezüglich ESG kann es ja sein, dass hier die Umsätze zurückgehen werden. Jetzt hat ja Nvidia einen eigenen Chip hergestellt, wo sie die Hashrate etwas runtergenommen haben, was speziell für Kryptominer gedacht ist. Dort haben sie im letzten Quartal einen Umsatz gemacht, in diesem Quartal einen Umsatz gemacht von 400 Millionen. Also im Vergleich zum Gesamtumsatz relativ klein. Trotzdem muss man sagen, der Anteil am gesamten Umsatz betrug dann immerhin schon 6%. Vorjahreszeitraum waren es nur 3%. Das heißt, es ist ein Wachstumssegment. Und selbst wenn es nicht so stark wachsen sollte, sehen wir das als weniger wahrscheinlich an, dass Nvidia dadurch deutlich unter Druck geraten kann. Long story short, es ist eine Wachstumsstory. Nvidia hat das Potenzial, nicht nur mit Hilfe des Gaming, sondern auch aufgrund der vermehrten künstlichen Intelligenz, aber auch das, was im Bereich Automotive gebraucht wird, das Wachstum fortzusetzen. Wenn wir uns das
technisch anschauen, da kann ich euch ganz ehrlich sagen, also so sehr ich mich auch über diese Bewegung freue, allein aufgrund der Tatsache, dass diese Aktie ja 40% gemacht hat in gerade mal 3 Monaten, ist es für mich ein Grund, vorsichtig zu sein. Das, was wir davor hatten, ist ja ein Ausbruch aufgrund der Covid-19-Pandemie. Hoppala, Entschuldigung. So, also, wir hatten den Ausbruch mit der Pandemie über die 300 drüber und das war eine große bullische Bewegung. Danach gab es etwa zwischen August und März keinerlei Bewegung und danach kam der Ausbruch. Und deswegen, ich bleibe dabei, Stand jetzt würde mich die Aktie nicht interessieren. Nur für den Fall, dass zum Beispiel der Gesamtmarkt ein Pullback machen sollte, dann muss man ganz eindeutig sagen, nochmal über den Tag geschaut, wären Gegenbewegungen, soweit sie denn kommen sollten, in Richtung dieser Horizontalen im Bereich von 590. Ja, man kauft eine teure Aktie, überhaupt keine Frage. Ja, man kauft nur ein Pullback von etwa 12%. Ja, man hat das Risiko, dass wenn der Gesamtmarkt unter Druck gerät, dass man eine höhere Fallhöhe hat und gegebenenfalls Nvidia sogar nochmal in Richtung 500 gehen kann. Ich persönlich kann nur sagen, wenn ich die Aktie gar nicht hätte, ich würde sagen, okay, mit der offenen Lücke im Bereich von 580 wäre das etwas, wo ich sagen würde, ja, interessiert mich, weil wir zwischen hier und hier schon wieder exzellente Quartalszahlen gesehen haben. Und ich würde auch nur einen ersten Fuß reinlegen und darüber nachdenken, ob ich vielleicht nochmal die 500 kriege, einfach aufgrund des Risk Managements. Einfach aufgrund des Risk Managements. Und deswegen, geniale Zahlen. Wenn ich die Aktie nicht hätte, dann wäre es auf jeden Fall ein Watchwert, wo ich genau hinschauen würde. Nur Stand jetzt bei der aktuellen Bewertung zum einen und zum anderen aufgrund meiner Meinung nach einer technischen begrenzenden Linie, auch wenn er einmal kurz drüber geschaut hat, bin ich vorsichtig, da jetzt reinzuspringen. Ich würde eher auf den Pullback setzen. Und als jemand, der diese Aktie hat, das ist eine Aktie, also ich will sie nicht verkaufen. Wenn sie fällt, will ich noch mehr davon haben. Das ist eine Aktie, die will ich wirklich ganz, ganz langfristig halten. So, Content für euch, Klicks für mich, hoffentlich, Kommentare, wenn ihr wollt. Und liebe Leute, ich werde demnächst in Urlaub fahren und ich werde vorproduzieren. Das heißt, ihr dürft jetzt in die Kommentare reinschreiben und ich gucke nicht auf die Daumen, sondern ich gucke, welche Aktien am häufigsten genannt werden und warum ihr diese Aktie vorgestellt haben wollt. Schreibt schon mal rein, denn wir fangen schon demnächst an vorzuproduzieren. Freue ich mich über eure Vorschläge. Macht's gut.